Unsere 200 Hektar Grünlandfläche ist natürlich nicht nur die Salatschüssel unserer Milchkühe, sondern ist natürlich auch Lebensraum für diverse Wildtiere, die sich darin befinden. Wenn wir unser Dauergrünland mähen, ist uns natürlich bewusst, dass sich natürlich Tiere mit auf der Fläche befinden können. Das heißt, wir müssen unser Mähsystem etwas anpassen. Wir mähen von der Feldmitte aus nach außen zum Bestandesende, um die Lebewesen sozusagen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Wenn der optimale Zeitpunkt für die Schnittnutzung gegeben ist, sprechen wir uns eigentlich vorher mit den dementsprechenden Jagdpächtern und Jägern ab. Diese suchen dann meist die Flächen nochmal ab und schauen, dass sich diese Geschichte nicht überschneidet. Manchmal ist es so, dass das Rehe niederkommen zum Zeitpunkt vom ersten Schnitt und die Rehkitze ducken sich ab, die stellen sich tot. Diese werden aufgespürt mit den dementsprechenden Jagdhunden, um sie vom Mähwerk zu schützen. Weitere Möglichkeiten sind natürlich Wärmebildkameras. Und als allerletzte Chance haben wir an unserem Scheibenmähwerk noch einen sogenannten Wildretter montiert. Dieser versucht über ein sehr grelles Geräusch das Wild oder die Rehe, den Feldhasen, zum Rausrennen zu bewegen.